Matthias Hofbauer, was war deine Motivation, um hier an die Damen-WM zu kommen und Spiel zu schauen? Ja, eben natürlich die Schweiz. Also für mich war schon lange klar, dass sie sicher vorbeikommen will. Und ja, es ist wirklich ein Highlight, eine WM in der Schweiz zu haben, jetzt von den Frauen. Und ja, der Gefecht, die Schweizer Spiele zu verfolgen. Welche Spiele hast du alles gesehen? Es ist gestern und heute bin ich da gewesen, also der Halbfinaltag und jetzt der Finaltag. Was ist dir gestern und heute positiv, aber auch eher negativ aufgefallen? Ja, also grundsätzlich natürlich die Stimmung ist sensationell gewesen. Die Zuschauer haben sehr gut mitgemacht und es hat für mich auch Hunger gemacht auf unsere WM. Also, und das ist sicher auch das Ziel, wieso es auch mal hier sein willst, weil du dir schon ein bisschen vorstellen kannst, wie es werden für uns. Schön positiv aufgefallen. Ja, also die Spiele waren ziemlich gut gewesen. Ich muss sagen, ja, 0-3 bin ich natürlich in der WM gewesen, wo sie in der Schweiz war. Und ich denke schon, sehr viel ist gegangen in der Entwicklung und das finde ich sehr positiv. Ja, negativ ist halt, ich habe jetzt zwei Niederlagen gesehen von der Schweiz und ja. Wo liegt für dich der grosse Unterschied zu einer Herren-WM? Ja, es ist halt alles nochmal ein in einem grösseren Stil. Fahrt bei den Zuschauerzahlen an und alles rundherum. Es ist einfach nochmal eine Nummer grösser, aber sonst ist es eigentlich vergleichbar. Also, klar, ich erlebe die Herren-WM als Spieler und die Damen-WM als Zuschauer ist noch schwierig zu vergleichen, aber ich finde, ja, man hat hier eine super Damen-WM hergebracht und kann wirklich die Organisatoren können stolz sein. Ja. Was ist deiner Meinung nach der Grund, dass das Gefälle zwischen den Schweden und den restlichen Nationen so gross ist? Ja, ich bin nicht der Experte im Damen-Uni-Hockey, aber ja, ich habe die schwedische Uni-Hockey natürlich auf Club-Ebene verfolgt, wo ich oben war. Und, ja, es wird halt echt extrem gut trainiert und das Gefälle innerhalb der Liga ist vielleicht auch etwas anders als in der Schweiz. Oder generell, es hat eine mehr gute Mannschaft und das, so kannst du natürlich gegenseitig weiter pushen und entwickelst dich weiter. Aber sicher Speed und Präzision und mir hat es jetzt so gedacht, taktisch, sie sind halt auch extrem gut. Das Entscheidungsverhalten ist extrem gut. Das sind so ein bisschen die wichtigsten Sachen, finde ich. Wer gewinnt den Pokal heute? Ja, Schweden. Super, danke vielmals. Merci.